Abend, meine Damen und Herren. Was ist denn mit den Görlitzern los? Anstatt mit ihren Liebsten auf dem heimischen Sofa bei Kerzenlicht und Rotkäppchensekt den heutigen Valentinstagabend zu begehen, stürmen sie das Theater. Seit Tagen können wir keine Anfragen mehr beantworten. Wir sind ausverkauft. Das Theater ist voll, buchstäblich bis unters Dach. Das ist ein Phänomen, das wir nicht zum ersten Mal beobachten. Das Phänomen, dass die Görlitzer aus ihrer früher häufig beklagten Lethargie offensichtlich aufgewacht sind, dass sie Lust verspüren, sich persönlich einzubringen in die Gestaltung der Zukunft ihrer Stadt, Görlitz. Zuletzt haben wir das im letzten November beobachtet bei unserem Zukunftskongress Kovadis Görlitz. Da hatten wir auch mehr Anfragen als Plätze. Und da haben sich mehr als 100 Görlitzer aus allen Altersgruppen zwei Tage lang intensiv gut gelaunt damit beschäftigt, eine Vision für die Zukunft ihrer Stadt zu entwickeln. Und heute sind wir sogar knapp 500, schätze ich mal. Das ist fürwahr Grund zur Freude für alle, die sich mit dieser Stadt verbunden fühlen. Ich zähle mich natürlich zu dieser Gruppe als Vertreter des Veranstalters. Das ist der Aktionskreis für Görlitz. Der Aktionskreis für Görlitz hat sich seit seiner Gründung die bürgerschaftliche Mitwirkung bei Stadterhaltung und Stadtentwicklung auf die Fahnen geschrieben. Und das ist genau das, was wir heute praktizieren. Und wir belegen, dass Görlitz eine lebendige Zivilgesellschaft hat. Sie belegen das. Der Aktionskreis versteht sich von Anfang an als starke Stimme dieser Zivilgesellschaft. Und Sie haben es in der Hand, diese Stimme weiter zu stärken. Wir haben zwar keine Eintrittskarten mehr zur Verfügung, aber wir finden sicher noch das ein oder andere Beitrittsformular. Aber jetzt zum Ablauf des heutigen Abends. Sie sehen hier 5 Tische, 4 für die Kandidaten für die OB-Position. Es ist einer mehr als ursprünglich angekündigt. Der zusätzliche Tisch ist für Jana Lübeck vorgesehen, die erst am letzten Wochenende als Kandidatin der Bündnis nominiert wurde. Und der mittlere Tisch ist für den Moderator Cornelius Pollmann. Wir hatten noch einen weiteren, den 5. Kandidaten eingeladen, Momo Riedmüller. Der hat sich heute leider wegen Grippe entschuldigt. Ja. Der Ablauf der Veranstaltung ist in 2 Teilen. Im ersten Teil wird Cornelius Pollmann im Rahmen einer moderierten Diskussion den Kandidaten Gelegenheit geben, sich und ihre Pläne, ihr Programm vorzustellen. Und im zweiten Teil haben Sie, hochverehrtes Publikum, die Gelegenheit, Fragen an die Kandidaten zu stellen. Damit diese Fragen auch gehört werden, verstanden werden, haben wir im Saal Mikrofone, 2 im Parkett und je eines
auf den Galerien. Ja, bevor wir beginnen, noch ein Dank an eine Institution, die heißt Demokratie Heute, wird gestützt vom Bund, vom Land und hat uns großzügig mit Finanzen unterstützt, sodass wir die Veranstaltung in diesem schönen Rahmen durchführen können. Wir haben 90 Minuten vorgesehen als Dauer der Veranstaltung, aber wie lang das konkret sein wird, bestimmen letztlich Sie, Ihre Diskussionsfreude und natürlich auch der als Dompteur agierende Moderator. Ich wünsche allen erhellende Momente, Klarheit in dem, was im Mai letztlich vor uns steht, nämlich eine hochspannende Wahl. Und diese Veranstaltung soll Voraussetzungen dafür schaffen, dass nicht nur der Magen, sondern auch der Kopf genügend Material hat, um eine gute Entscheidung zu treffen. Schönen Abend, Ihnen. Zur Sachlichkeit abliefern, als es in Bautzen am vergangenen Freitag der Fall gewesen ist. Ich weiß nicht, ob Sie in dieser Veranstaltung Notiz genommen haben. Vielen Dank an Rainer Müller für die Einführung. Ich habe wilde Geschichten über diesen Abend gehört, dass es wieder ein Robbie Williams-Konzert hier Schwarzmarkt gab für die Karten und Schwiegermütter angeboten worden sind im Tausch für Sitzplätze im ersten Rang. Das ist schön, dass Sie sich so sehr interessieren für diesen Abend. Ich möchte kurz präzisieren, was wir vorhaben. Wir machen so ein bisschen Wahl-O-Mat live heute. Ist eine sehr wichtige Wahl, die für Sie ansteht. Und Sie sollen heute mit einem besseren Gefühl rausgehen, wer Ihr Kandidat oder Ihre Kandidatin sein könnte am 26. Mai, was die Kandidaten vorhaben und welche Positionen Sie zu wichtigen Fragen hier in der Stadtpolitik haben, etwa was man am Supermarkt anders hinstellen könnte als Autos. Und über Wirtschaft und viele andere wichtige Dinge werden wir auch sprechen. 5 Gesprächsgrundsätze möchte ich kurz jetzt schon mal nennen. Das hat sich bewährt für den Teil, in dem Sie mit eingebunden sind, dass es für alle ein guter und informativer Abend wird. Erster Gesprächsgrundsatz wäre, bleiben Sie höflich und fair. Der zweite, vermeiden Sie ausgedehnte Monologe. Drittens, lassen Sie andere ausreden. Viertens, respektieren Sie andere Meinungen. Und fünftens, verzichten Sie auf Beleidigungen und Unterstellungen. Das gilt natürlich auch für die Diskutanten hier auf der Bühne und die möchte ich Ihnen nach einer letzten Vorbemerkung kurz vorstellen. Diese Vorbemerkung ist, dass wir offenbar ins Internet kommen, auf YouTube, nicht live. Also Herr Riedmüller, ich hoffe, Sie sind nicht mehr krank, trotzdem gute Besserung an dieser Stelle. Schade, dass Sie nicht hier sein können. Und für Sie, dies zur Info, wenn Sie nachher eine Frage stellen wollen, dass Sie wissen, dass das am Ende digital öffentlich irgendwo auftauchen könnte. Nun aber zu den Hauptdarstellern des heutigen Abends. Ich beginne mit der Dame, die von mir aus gesehen rechts, von mir aus gesehen links steht, Franziska Schubert. Franziska Schubert ist Abgeordnete der Grünen im Sächsischen Landtag. Sie ist 1972 in Löbau geboren. Was? Habe ich nicht versprochen? 1982. Löbau geboren. Aufgewachsen ist in Neugersdorf, 2000 Abitur und anschließend ein FWJ in Weißwasser. Es folgten europäische Studien an der Uni in Osnabrück. Dazu gehörten Politik, Wirtschafts- und Sozialgeografie. Sie hat auch im Ausland studiert und war später dann an der Universität Dresden in der Lehre tätig und hat dort auch ihre Promotion begonnen. Seit 2014 ist Franziska Schubert Mitglied des Landtages. Sie ist aktuell stellvertretende Fraktionsvorsitzende ihrer Fraktion und auch haushalts- und finanzpolitische Sprecherin. Außerdem sitzt sie für ihre Partei im Görlitzer Kreistag und ist in zahlreichen Bündnissen und Projekten aktiv, unter anderem im Bündnis Oberlausitz. Sie wird, das noch als Transparenzaufkleber auf dieser Vorstellung, getragen vom Verein Bürger für Görlitz, natürlich auch von Bündnis 90 Die Grünen, sowie von dem kommunalpolitischen Netzwerk Motor Görlitz. Franziska Schubert, herzlich willkommen. Danke.
sicher ausgesehen. Links von das Problem, rechts steht Jana Lübeck. Sie ist Kandidatin der Linken seit diesem Samstag, das, wie wir gerade noch mal gehört haben. Jana Lübeck ist 1984 in Görlitz geboren. Sie hat auch ihr Abitur gemacht, und zwar im letzten Jahrgang am Gymnasium Windmühlenweg. Das hat dann leider zugemacht. Sie hat Kultur und Management, leider, kommen wir vielleicht nochmal dazu, Studium Kultur und Management an der Hochschule Zittau-Görlitz angefangen und dann auch die damalige Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas von Görlitz intensiv begleitet. 3 Jahre lang war sie an den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden und seit 2012 lebt sie wieder hier in der Stadt. Sie war zunächst Mitarbeiterin am Internationalen Begegnungszentrum St. Marienthal in Ostritz und zuletzt fast 4 Jahre lang Orchesterdisponenten am Gerhard Hauptmann Theater, die wir uns hier gerade befinden. Das heißt, wie ein Feuer ausbrechen, das wir nicht hoffen, Sie wissen, wie wir hier rauskommen. Ich laufe Ihnen einfach hinterher. Seit November 2018 ist Jana Lübeck Leiterin des Mehrgenerationenhauses der Hirschen Villa Zittau und sie befindet sich zudem in einem Fernstudium an der TU Kaiserslautern. Das heißt Management von Kultur- und Non-Profit-Organisationen und dort gibt es am Ende einen Master. Herzlich willkommen, Jana Lübeck. Seite steht Octavian Ursu, Abgeordneter der CDU im Sächsischen Landtag. Herr Ursu ist 1967 in Bukarest geboren und auch aufgewachsen. Er hat dort auch studiert, nämlich Musik und Pädagogik an der Nationalen Musikuniversität. 1990 siedelte er nach Deutschland über und erhielt eine Stellung als Solotrompeter in der Neuen Lausitzer Philharmonie hier in Görlitz. Und begleitend dazu hat er auch ein Diplom erworben als Musiker, und zwar an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Viele Jahre lang war Herr Ursu an einer Musikschule und auch an der Hochschule für Kirchenmusik tätig und war auch noch länger, glaube ich, Betriebsrat. Die letzten 4 Jahre als Betriebsrat war er Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates hier am Gerhard Hauptmann Theater. Seit 2009 ist er Mitglied der CDU und seit 2014 sitzt er für diese im Landtag. Er ist auch gewählter Beisitzender im Landesvorstand der CDU Sachsen und Vorsitzender der CDU im Landkreis Görlitz. Herr Ursu, herzlich willkommen. Sebastian Wippel auf dieser Seite, auch er Abgeordneter des Sächsischen Landtags, und zwar für die AfD. Sebastian Wippel ist 1982 in Görlitz geboren, er ist hier aufgewachsen und hat sein Abitur am Curie-Gymnasium gemacht. Von 2001 an diente er bis 2003 bei der Bundeswehr. Er ist Leutnant der Reserve, wenn ich richtig informiert bin. Er hat ein Studium in Chemnitz begonnen, BWL, und eines in Hannoverschen Münden abgeschlossen, und zwar als Verwaltungswissenschaftler. Und dass es diesen Wechsel gab, hängt auch mit seiner Laufbahn bei der Polizei zusammen. Er war nämlich 5 Jahre lang Polizeikommissar in Niedersachsen und 2012 wechselte er als solcher dann hier zurück nach Görlitz. Sebastian Wippel war von 2010 an 3 Jahre lang Mitglied der FDP. 2013 ist er in die AfD eingetreten. Bei den Kommunalwahlen, ein Jahr später dann, wurde er zum Kreisrat in Görlitz gewählt und im selben Jahr ist er für die AfD auch in den Sächsischen Landtag eingezogen. Herr Wippel, herzlich willkommen. Wir haben etwas vereinbart vor diesem Podium. Das war das Einzige, was ich mit den Kandidaten inhaltlich abgesprochen habe. Wir haben gesagt, es ist ein bisschen doof, wenn ich jetzt irgendwie willkürlich bei jedem was rausgreife und sage, dafür steht diese Person. Und wir haben stattdessen gesagt, dass jeder 1 Minute bekommt zu Beginn, um zu sagen, warum er oder sie Oberbürgermeister der Stadt Görlitz werden sollte und besser noch, was er oder sie denn vorhat, wenn er es denn einmal geworden ist. Mein Vorschlag wäre jetzt, dass wir frei umgehen. Herr Ursu, hätten Sie eine Schwierigkeit zu Beginn oder ist das in Ordnung? Ja. Dann beginnen Sie, ich drücke hier auf ein Knöpfchen und ich werde dann ein bisschen auf Sie zukommen, wenn die Zeit abgelaufen ist. Ich versuche es dann zu machen, aber wir wollen uns irgendwie an die Regeln halten. Herr Ursu, bitteschön. Meine Damen und Herren, meine Frau habe ich hier kennengelernt, unsere Kinder sind hier geboren worden und unsere Freunde wohnen hier. Ich habe sehr viel von unserer Stadt bekommen und sehr gerne würde ich etwas zurückgeben. Ich kann sehr gut verbinden und ich denke nicht in Schubladen. Ich möchte gerne mit Michael Kretschmer zusammen unsere Stadt voranbringen und ich bin der Überzeugung, dass ich der richtige Kandidat zum richtigen Zeitpunkt für unsere Europastadt bin. 3 Themenbereiche sind mir wichtig. Wirtschaftliches Wachstum, einer der Hauptziele, muss die Steigerung des durchschnittlichen Einkommens sein.
Zweitens, Görlitz muss sicherer werden. Videoüberwachung und Alkoholverbot will ich durchsetzen und einen Präventionsrat gründen. Und drittens, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das Thema Europastadt mit mir am Herzen. Dazu stehe ich in meiner Biografie wie kein anderer. Görlitz soll zu einem Straßburg des Ostens werden. Herzlichen Dank.